Hey liebe Supersuchtis, mein Name ist Fluppy. Bald kommen also die Pakete nicht mehr mit der Post, sondern mit der Drohne. Amazon plant die Lieferung mit unbemannten Fluggeräten. Drohnen kennt man sonst nur vom Militär. Kriegsführung mit dem Xbox-Controller. Die Zukunft der Massenmorde. Aber Drohnen können auch hilfreich sein, meint jedenfalls Amazon. Die Ware sollte innerhalb von 30 Minuten beim Kunden landen. Amazon Air heißt das Projekt. Ein erstes Demo-Video wurde nun veröffentlicht. Man sieht ein relativ zerbrechlich aussehendes Flugobjekt mit einer kleinen Amazon-Kiste durch die Luft fliegen. Unklar ist, ob die Drohne vollautomatisch fliegt oder ob ein Pilot das Gerät vom Boden aus steuert. Die Zukunft der Warenlieferung von Amazon soll 2015 aktiviert werden. Aktuell sind noch nicht die passenden Gesetze in Kraft, die einen Transport dieser Art erlauben. So wie es aussieht, ist auch erstmal die USA als Einsatzort geplant. Die komplette Lieferung von Amazons Katalog kann Amazon Air auch nicht übernehmen. So wie es aktuell präsentiert wird, sind die Drohnen limitiert, was die Größe der Ware angeht. Oder fliegen bei einem Kühlschrank gleich mehrere Drohnen mit dem Riesenpaket los? Laut der Amazon-Infopage soll Drohnenlieferung wohl bald so normal wie Postwagen auf der Straße sein. Ich freue mich schon drauf, wenn die ersten Lieferungen nicht ankommen, weil Leute die Dinger aus dem Himmel schießen. Endlich kommt die Jugend wieder an die frische Luft. Albernes Science Fiction oder coole Idee?